Willkommen bei Streamclips Germany, der ersten Anlaufstelle für qualitativ hochwertige Clips aus dem deutschen Twitch-Bereich und Streamer-Bereich. Fuck, jetzt hab ich's verkackt. Kannst du kurz Ufo sagen? Nee. Also letztes Mal hast du einen Fünfer gegeben. Also ich werd höchstens teurer, aber nicht billiger. What the fuck? Mach einen Fünfer und wir sind im Geschäft. Und Alter, mein Ufo, Alter, da kommt dir direkt die Milch da unten raus. Ich sag's, wie es ist. Also, es lohnt sich. Und rein da. Boom. Nein! Warum kommen die durch den Nebel? Cool. Gott sei Dank habe ich den Ring voll ausgerüstet. Nein! Was ist jetzt los? Schön, dass du da bist. Hast du Besuch mitgebracht, sag mal. Ach, hier hinkt schon jemand. Ach Mensch. Boah, der wurde ja komplett demontiert. Wie fett bin ich? Alter Schwede, ich hab gerade einfach mal die Armlehne abgerissen. Warum zählt das nicht? Mann! Ich versteh's nicht! Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Ich check es nicht. Was ist das für eine dumme Stelle? Ich verstehe es nicht. Was will das Spiel? Soll ich dir einen Arschbohrer verpassen oder was? Ehrlich, soll ich einen Handstand im Real Life machen? Was will das Spiel? Mann! Marty, bitte sag, dass du dir das gerade ausgedacht hast. Willst du auch zuhören, Divi? Ja, bitte. Wenn ein Bienenmann es jedoch schafft, die Königin mit seinen Reizen rumzukriegen, kann er sich aber nicht lange darüber freuen. Sobald er nämlich zum Orgasmus kommt, wird ihm sein Penis mitsamt der Innereien, Organe und seiner Körperflüssigkeit in einer Art Explosion aus dem Leib gerissen, was den sofortigen Tod zur Folge hat. And I will give to you summer wine. Ich liebe es. Ich hasse es. Ihr seht das auch? This time I won't miss. Now I've got you in my sight. With a golden eye. Golden, golden eye. With a golden eye. Hallo, ich fühle mich heute besonders horny. Oh, ihr seid aber ganz schön unordentlich. Also bei mir ist es ein bisschen sauberer. Aber wenigstens habt ihr Stroh. Aber warum liegt das hier? Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Ich weiß auch nicht, warum ich das kann. Ich kann übelst meinen Bauch rausstrecken. Ich glaube, ich kann auch so eine Bauchwelle. Ja, keine Ahnung. Der Wenzel von Ulrich, der scheißt uns in den Thron. Der scheißt uns in den Brunnen. Der scheißt uns in den Brunnen. Der Wenzel von Ulrich Stein, der scheißt uns in den Brunnen. Scheißt uns in den Brunnen. Ist ein Song vom Jan. Oh mein Gott, das ist ja so ein Land, das man raten muss. Also, da bin ich gar nicht gut drin. Was ist das hier? Afrika. Bin ich gut im Bild? Chat, ich sehe jetzt OBS nicht so gut. Bin ich gut im Bett?
Im Bett. Du hast Angst. Wovor? Weiß ich nicht. Vater, nennt mir einen einzigen Grund, wenn ich wirklich ein schrecklicher Dämon wäre, warum seid ihr noch am Leben? Weil die heilige Raute, das Symbol der heiligen Raute, mich vor euch schützt. Nun, warum haltet ihr dann die ganze Zeit aus lauter Furcht ein Feuer vor eurem Gesichte? Damit wir was sehen. In Ordnung. Das ergibt tatsächlich Sinn. Ja. Wir verkaufen das beim Fleischer. Magie! Gefährlich. Warte, hallo! Ich glaube, da kommt's! Achtung! Gut. Vielleicht muss nur gut durchgeklopft werden, ne? Nennt man das Schweinweitwurf. Das macht man im hohen Norden von Fernalot. Du bist ja nicht mal die Nachricht. Du bist der neue königliche Diplomat. Oh, ein Diplomat? In Ordnung, was muss ich dafür tun, eure Hoheit? Nach Fernalot reisen. Du bist am morgigen Tage aufbrechen. Am Ende des morgigen Tages. Bereite dich gut vor. In Ordnung. Was macht ein Diplomat? Diplomatifizieren, was weiß ich, ich bin König und... Und ich bin gerade gecrashed. Im Zweifel das, ja. Guck mal, wie stark er ist. Hallo! Seid gegrüßt! Hallo! Seid gegrüßt! Ist der König wieder im Schlosse? Seid gegrüßt! Seid gegrüßt! Und was sagen wir zur Begrüßung? Seid gegrüßt! Aha! Und wann sind wir gecrashed? Etwa als du sagtest? Seid gegrüßt! Ja, genau! Wow! Und was sag ich zum Hallo sagen? Ja! Oh! Komm her. Und das hat... Wie war deine Woche so bisher, Reaper? Erzähl. Oh. Boah, hab ich gewusst, dass die Ente fliegen kann. Ich hab mir fast meinen Tender komplett in den Mund reingeschoben. Was soll das, Intonation 99%? Wie bitte? Mein erster Freund wollte unbedingt zur Feuerwehr. Und ich fand das scheiße, weil ich dachte dann, da muss der so die Klamotten von Frauen aufreißen und dann muss der... Und dann muss er die so aus den brennenden Häusern tragen. Hast du dich auch In den undurchdringlichen Tiefen des Dschungels kämpft ein wagemutiger Abenteurer namens Marius um sein Überleben. Doch während er tapfer gegen die Gefahren der Wildnis ankämpft, stellt sich heraus, dass seine größte Herausforderung nicht die wilden Tiere oder die unbarmherzige Umgebung sind, sondern seine eigene Unfähigkeit. Wir sehen, wie Marius sich verzweifelt verirrt. Bauzeit Berlin, nice. Warte mal, habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Bauzeitlänge Berlin, Bauzeit? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wie gut ist das denn? War alles geplant. Oh nein. Oh mein Gott. Ich hab keine Hand. What?
What the fuck? Stimmt, eigentlich müsste ich jetzt so... Und dann wird mein Name hier unten eingeblendet, ne? Max Enzikat. Day and age, to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design. Some people say it's even hard. Hört sich nicht schlimm an. Also in meinen Augen hört sich das nicht schlimm an. Perlen. Also, Vorsicht, ja? Nicht an Fallschaden, die sich der wohl in Lava segeln, ne? Hey, was soll das heißen, als würde ich hier an Fallschaden sterben? Ich pass ja nur auf dich auf. Nein, nein. Ey, ist das dann... Das ist jetzt nicht dein Ernst, Tommy. Was mache ich? Was mache ich? Aber ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Es geht doch. Man darf das nur nicht sich von außen betrachten. Darf ich meinem Bruder Bescheid sagen? Na, hat der rotes Haar? Ja, natürlich. Es ist mein Zwillingsbruder. Ja, natürlich dürfte euer Bruder Bescheid sagen. Eventuell möchte auch der sich der heiligen Raute anschließen. Oh, sicherlich. Mein Bruder und ich teilen uns alles. Wir haben uns sogar die Vagina unserer Mutter geteilt, Vater. Nun, auch diese würde ich sehr gerne erkunden. Allerdings sehe ich zum aktuellen Zeitpunkt davon ab. Und bei Didoni muss ich sagen, was ich bei ihrer Stimme ganz cool finde, ist, sie klingt wie eine ältere Frau. Magnesium ist genommen, sollte also heute Nacht dann auch keine Krämpfe verursachen, hoffe ich. Mara geht es, ja, also ich lecker dies. Clippy, ich meine, du kannst auch gerne, du kannst auch, ich kann dir gerne mal ein bisschen mit meinen Ballons spielen lassen, also wenn du möchtest. Wenn du willst. Hier. Das bin ich! Holy Platzierung! Illegal! Man darf keine Werbung machen! Ich habe trotzdem Ausrufezeichen Holy Werbung gemacht. Ich das an? Holy Werbung! Das bin ich! Ja, und noch in die Kamera gehalten. Und die haben es abgewunken. Bestellt euch jetzt Holy. Unten im Panel draufklicken. Jawohl. Und das ist das nächste. I shave and trim my beard with a brown razor. Die haben es abgewunken. Ich glaube, du kannst die Leiche auch anders tragen auf deinen Armen. Erinnerst du dich? Ja, so, das sieht schon etwas sehr gut. Falsch aus. Ja, bei dir sah es wahrscheinlich ähnlich aus. Oh Gott. Sieht es aus, als würdest du in die Seele gucken. Ist dem so? Ich kann euch so viel sagen, einer hat genau getroffen, aber nur einer. Ja, ich hab gehört! Und meine lieben Damen und Herren, dieser Herr ist Simon! Was? Was? Gute Frage. Wenn euer Vater sagt, dass ihr verheiratet werdet, dann werdet ihr verheiratet. Ihr habt es zu akzeptieren. Ihr habt euren Stand zu akzeptieren. Euer Vater steht oberhalb eurer Person. Und ich stehe mal noch überhalb eurer Person. Vorsicht, er steht stellvertretend für meine Person. Probier doch mal, ihn zum Tode zu verurteilen. Los, probier's. Los. Ich verurteile dich zum Tode. Oh, das tut mir aber leid für euch. Ihr werdet jetzt geköpft. Führt ihn ab.
Aber oh, eure Hoheit, oh, ja. das Ha, kleiner Scherz! So dumm bin ich doch da! Wir wollen Beweise. Okay. Und da ist der Rest der Wand. Es geht noch weiter, ich kann die Kamera nicht weiter. Das ist sich nicht so aus. Also, das ist nicht geplant. Das macht das Spiel. Eigentlich Lust mit meinem Chat irgendwie so nackt um Lagerfeuer zu tanzen. Das wäre schon irgendwie. Warte. Ich bin gerade verwirrt. Sie hat Lust mit ihrem Chat nackt und beim Lagerfeuer zu tanzen? Ja, das haben wir schon mal gemacht, Chat. Das ist etwas, um Gras kurz zu machen. Grinder. Gras. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, Entschuldigung. Oh, Rasenmäher. Ich habe auch gar keine Lust aufzugehen. Also ich glaube schon, dass wir noch ein bisschen spielen werden. Warte, nein, da darf ich nicht in die Ecke. Nein, 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 ich bin wieder in der Ecke. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ruhe bewahrt, Ruhe bewahrt. Kronk so, boah, ich hab... Ey, der Kronk erzählt euch demnächst, dass er so eine ganz, ganz neue Toilette hat. So eine japanische, die mit einem redet. Und die sagt dann immer so Dinge wie, ja, ja, Daddy, drück, drück härter. Ey, das ist ganz so das Ding, das hat auch Bidet, also der Arsch ist danach wie sauber geleckt. Und dann macht er euch ein Video von seiner Toilette und es ist einfach... Oh, jetzt liegen wir schön. Warum kann ich nicht einfach einmal die Schnauze halten? Richtig. Ich habe keinen Führerschein und in ETS lerne ich das Führerschein fahren. In ETS lerne ich das Führerschein führen. Das Fahren des Führerscheins. Kannst du ihm keinen Helikopter mieten? Nein, ich habe keinen Helikopter. So ungefähr. Dann stelle ich mich hier an den Download. Weil da sehe ich dann immer alles. Da läuft ja safe jemand rein. Echt jetzt, Flesk? Musstest du beweisen, dass keiner reinläuft? Es ist voll schwierig, Prioritäten zu setzen. Ich weiß, ich bin am Streamen, aber Content, der ist zwischen meinen Beinen. Mir könnt ihr nicht befehlen! Denn ich habe ein Schwert! Oh Gott, Prinzessin, wir sollen. Prinzessin, wir sollen. Prinzessin? Ja! Wo seid ihr? Ich werde euch heimsuchen. Das könnt ihr gerne machen, ich wohne im Schloss. Mein Zimmer ist immer offen. Chocobo. Ah, da, oh, wie cool. Hey, wie witzig ist das denn? Krümel, ich meine ganze Einrichtung. Krümel, mein Schatz. Schatzi, du bist zu fett für den Schrank. Warte mal, hier ist Nummer ja zwei. Nochmal Seil. Ah, fuck my life. Ledermäuse. Willst du reingehen? Ja. Yep. Okay, let's go. Oh mein Gott. Die kam voll spät, Mann.
Das war scheiße. Ich hast es doch noch gesagt, Alter. Das ist so krass. Ich muss einmal mein Pferd füttern, weil sie zu sind. Sehen Sie? Ich will auch. So vers. Sie wollen auch einen Apfel, dann kommen Sie mal mit. Ich wusste nicht genau, wohin damit. Und dann habe ich die Äpfel hier neben das Klo. Ein sehr guter Platz dafür. Oh Gott. Oh, das müssen Sie natürlich auch wieder einräumen jetzt. Oh. So, ich habe jetzt 9 leere Flaschen Wasser. 9 leere Flaschen Wasser. What the fuck? Calm down. Boah, das ist so schwer. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte ernsthaft. Lass mal bitte ein paar Sounds jetzt weg. Aber ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie gehen, Sie haben wunderschöne Achillesfersen. Das ist mir schon häufig hier aufgefallen. Die Komplimente sollten Sie sich für Ihre Gattin eines Tages aufheben. Ob es nun Estella sein wird am Ende des Tages oder nicht, werden wir noch sehen, aber ich hoffe sehr, dass Sie die große Liebe Ihres Lebens finden und das Hause wieder zu dem Ruhm bringen können, was es mal war. Ich genieße auch den Anblick Ihrer Ohrläppchen. Oh Gott, ich auch nicht. Sie Keule. Oh, Pömpel. Oh Gott. Aber ein Pömpel. Eichhorn. Alter. Nein, Eichhorn. Wow, Chris. Ich soll was mit ihm wie Schluss. Press L, Shift to run. Warum soll ich rennen? Haben wir daran kann ich mich nicht erinnern, um welchen Trank geht's überhaupt? Ja. Den Trank des Vergessens. Nun ja, ihr habt ihn gerade zu euch genommen, um ihn damit zu testen. Und ihr habt gesagt, wenn er funktioniert, dann erhalten wir 20 Münzen. Offensichtlich hat er funktioniert. Wenn er funktioniert, müssten wir ihn natürlich erstmal testen. Dazu müsste ich ihn zu mir nehmen. Nun, wie es scheint, haben wir das schon. Davon müsste ich ja wissen. Na, es ist der Trank des Vergessens. Ah, hatte ich vergessen. Der Raid startet. Leute, wir müssen da jetzt rein. Wir gehen in die Oma. Also,